Rasputin. What's up? Wir sind's, die Zombies. Ich war eben auf dem Balkon kotzen und hab zu lange in die Sonne geguckt, jetzt bin ich Zombie blind. Zombie White ist mal wieder nicht da, weil er den Hinterhof von der Kirche fegen muss. Aber wir hoffen, dass er im nächsten Video wieder dabei ist. Wiedergutmachungskampagne. Genau. Ja, also, wir haben neue, spannende Informationen für euch. Viele haben ja gefragt, wie es aussieht mit Features auf den nächsten Releases, diese EPs, die wir rausbringen. Und ja, auf Schande, Buch 1. Genau, das können wir schon verraten, weil das kann man eh schon sehen. Da haben wir ein paar russische Gäste, und zwar einmal den Fogg. Elias Fogg. Shoutouts an Elias Fogg. Und Sagat. Ja. Shoutouts an Sagat. Das ist auch ein russischer Rapper. Gibt unfassbar krasse Songs und Videos auf YouTube. Solltet ihr auschecken. Sagat, S-A-G-A-T-H. Und sehr Elias Fogg. Elias sehr, Fogg. Sehr geil. Genau. Und der Song ist ein Meisterwerk. Eine Symphonie der Hölle. Ja, unser Mastering Engineer hat die Ohren geblutet, als er das gemastert hat. Er ist fast wahnsinnig geworden. Weil der Bass so gleitet. Auf jeden Fall nochmal auch Shoutouts an KCVS, der uns den Beat gemacht hat. Und dann Johannes M. Arendt fürs Master, dass ich die Ohren vergessen habe. Genau. Master Splinter. Ja. Genau. Was kann man noch sagen? Warum die Russen-Connection? Wir haben halt schon immer auch sehr viele russische Freunde in unserem Kreis und dadurch halt auch eine Verbindung zu der Musik aus Russland, die wir sehr feiern, weil sie oft sehr düster ist. Ja. Und gerade in der Darktrap-Szene, da ziemlich viel Musik ist, ziemlich viele gute Künstler, die in dieser Richtung Musik machen. Ice Peak wäre auch ein Ice Peak ist auch richtig krass und diverse andere Künstler. Und ja, Xerxes. Ja, also wir sind auch sehr dankbar für die ganzen russischen Fans und Kommentare unter unseren Videos. Das ist richtig cool. Und auch wenn ihr das nicht versteht, ihr fühlt das auf jeden Fall. Und vor allem das, was du jetzt sagst, verstehen die. Ja. Aber ja, wir lassen das transkriptieren. Zombie Grey ist gerade nicht da. Ich glaube, der muss Raben füttern. Aber der ist auf jeden Fall auch der russischen Sprache mächtig. Und vielleicht kann der in Zukunft ein paar Fragen beantworten und Kontakt mit euch herstellen. Ja. Wollen wir noch was zu den restlichen Features verraten? Ja, auf Buch 2. Es gibt ja noch ein zweites Buch. Ja, genau. Da haben sich ja auch ganz viele Leute mal wieder so einen Posse-Song gewünscht, wie Hustler mit dem Colt. Ui. Und um das zu toppen, haben wir jetzt einen riesengroßen, kilometerlangen Babelturm-ähnlichen großen Posse-Track gemacht. Jetzt sind's Hustler mit der AK. Nein, also wir, den Songtitel verraten wir noch nicht, aber wir verraten, dass ganz viele Rapper auf diesem Song drauf sein werden. Unfassbar viele krasse Leute drauf. Nur krasse Leute. Ihr könnt ja schon mal spekulieren, wer so dabei sein könnte. So. Wer könnte das sein? 50 Cent hat leider abgesagt, aber ja. Der Rest der G-Unit ist vertreten. Genau. Also es sind nur Hochkaräter dabei. Auf jeden Fall. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch wünscht oder wenn ihr erwartet, wer auf dem Song vertreten ist. Den ihr euch am meisten wünscht, den nehmen wir dann noch vor Release runter vom Song. Genau. Euch zuliebe. Das werden wahrscheinlich dann wir sein. Ah, fuck. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Mehr will ich zu grunzen. Also behandelt bitte eure Ziegen gut. Streichelt sie mehrmals am Tag und zeigt ihm auch, gebt ihnen eure volle Aufmerksamkeit, Liebe. Damit sie gut gedeihen. Liebe, ganz viel Liebe. Und euch in Zukunft auch weitere Ziegen schenken. Schimmliger Ziegenkäse!